Hallo Chris, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne. Du bist Mitgeschäftsführer von iImpulse und du bist im Prinzip so auch ein bisschen für das Gesamtsystem Rakete zuständig. Im ersten Teil dieses zweiteiligen Videos ging es um die eingesetzte Technik von iImpulse. Im zweiten Teil sprechen wir mit dem Gründer und Co-Geschäftsführer Dr. Christian Schmierer über die iImpulse-Orbitalrakete SL1. Und wir schauen in die Zukunft und auf weitere Anwendungsfälle, die für den durch iImpulse entwickelten Hybridantrieb denkbar sind. Und mein ganz persönliches Highlight, ich konnte hautnah bei einem Hybrid-Triebwerkstest auf einem Teststand des DLR in Lampoldshausen dabei sein. Und laut DLR war ich der erste YouTuber in Lampoldshausen. Da bin ich schon etwas stolz drauf. Vielen, vielen Dank DLR für die Drehgenehmigung. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, abonniere doch gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Wie ich schon im ersten Teil gesagt habe, bezahle ich alle Außeneinsätze für euch aus eigener Tasche. Und die Unterbringung wird privat mithilfe der Discord-Community organisiert. Wenn du meine Arbeit und diese Außeneinsätze unterstützen möchtest, freue ich mich riesig, wenn du mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft oder eine Kanalmitgliedschaft monetär unterstützt. An alle, die mich schon unterstützen, vielen Dank, ihr macht diese Außeneinsätze möglich und helft mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Aber kommen wir endlich zu der Orbitalrakete von iImpulse. Zusammenfassend wird die SL1, das steht für Small Launcher One, aus drei Stufen bestehen. In der ersten Stufe haben wir 8x Hyblox 75 kN Triebwerke, also 600 kN Schub. Das Hyblox 75 kN oder auch liebevoll 7,5 Tonner genannt, kennst du auch schon vielleicht aus dem ersten Teil des Videos. Das war das große Triebwerk, vor dem Guttam und ich standen. Obwohl das Triebwerk voll mit Treibstoff beladen war, versicherte mir Guttam, dass ich theoretisch eine Zigarette direkt neben dem Triebwerk rauchen könnte, ohne dass es ein Sicherheitsrisiko darstellen würde. An alle Kinder und Jugendlichen da draußen, naja, oder eigentlich an alle, lasst es mal lieber mit dem Rauchen, lasst lieber euren Kopf bei Mathe und Physik rauchen. Ist nachhaltiger, kann ich euch garantieren, und im besten Fall macht Naturwissenschaft ja auch süchtig. Wenn man dann so einen Launcher zusammenbaut, also was sind da so die größten Probleme oder wollen wir vielleicht ein bisschen durchgehen, aus was eure Komponenten eigentlich euer Launcher bestehen soll? Ja, die Hybridtriebwerke, die haben natürlich ein paar besondere Eigenschaften, die jetzt anders als bei Flüssigtriebwerken sind. Man kann zum Beispiel nicht unbegrenzt viel Treibstoff durch ein Triebwerk durchbringen, weil die Brennzeit einfach durch die Bauform auch dann begrenzt ist. Dadurch haben wir jetzt ein dreistufiges Konzept, das sich vielleicht unterscheidet von den meisten Launchern, die im Mikrolauncher-Bereich entwickelt werden. Meistens sind es zweistufige Konzepte. Wir haben eben eine Unterstufe, eine zweite Stufe und die dritte Stufe. Wir können aber trotzdem Kosten sparen im späteren Verlauf, da bei der Produktion die erste und die zweite Stufe eigentlich fast identisch sein wird. Das heißt, wir benutzen dasselbe Triebwerk, das man hier sieht. Das ist auch das, was wir schon getestet haben, das Triebwerk. Und die Oberstufe hat dann nochmal leicht modifizierte, verkleinerte Triebwerke im Endeffekt. Dennoch ist dann die Architektur für jede Stufe ungefähr gleich, sodass wir in den Kosten immer noch diese Kostenersparnis der Hybridtriebwerke nutzen können, auch wenn wir drei Stufen für die Triebwerke oder für die Trägerrakete benötigen. Die zweite Stufe hat vier Hyblox-Triebwerke, die durch die Vakuumoptimierung jeweils sogar auf 100 kN kommen, also 400 kN Gesamtschub für die zweite Stufe. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Stufe sitzt über den Hyblox-Paraffin-Brennkammern ein kohlefaserumwickelter Tank für den flüssigen Sauerstoff. Jeweils eine Turbopumpe befördert dann den Sauerstoff in zwei Brennkammern. So kommen wir dann in der ersten Stufe auf 4, Turbopumpen auf 8 Hyblox-Brennkammern und in der zweiten Stufe mit 2 Turbopumpen auf 4 Hyblox-Brennkammern. Warum die Rakete dreistufig ist, das kann euch Chris viel besser als ich erklären. Die meisten internationalen Raketen haben entweder noch Booster oder sie sind dreistufig. Das Optimum liegt meistens in der Masse, das Verhältnis der Nutzlast zu der Liftoff-Masse. Da liegt das Optimum meistens bei 3 oder 4 Stufen sogar. Aus Kostengründen wird dann häufig auf 2 Stufen reduziert, jetzt vor allem bei den neueren Raketenentwicklungen wie Falcon 9 oder auch die ganzen Microlauncher. Aber in unserem Fall spielt es eben nicht so eine große Rolle, ob ich jetzt 2 oder 3 Stufen habe. Und dann hat man natürlich tatsächlich Vorteil, dass die zweite Stufe schon auf eine höhere Flughöhe optimiert werden kann. Die zündet bei uns ungefähr in 20 Kilometer Höhe. Da ist der Außendruck schon deutlich niedriger und dadurch können wir ein höheres Expansionsverhältnis für die Düse wählen. Dadurch steigt schon allein dadurch der Schub auf 100 kN in der zweiten Stufe, während der Rest des Systems eigentlich gleich bleibt. Und du hast auch richtig gesagt, wir bündeln mehrere Triebwerke. Das hier ist tatsächlich ein Poster aus 2018. Das heißt, inzwischen haben wir 8
Triebwerke in der ersten Stufe, um einfach den Lift-Off-Thrust etwas zu erhöhen und schneller vom Starttisch abheben zu können und auch um die Turbopumpen effektiver nutzen zu können, denn wir versorgen quasi zwei Brennkammern mit einer Turbopumpe. Mhm. Und dadurch muss man natürlich 8 anstatt 7 Triebwerke nehmen, weil es eine gerade Zahl sein muss. Und ansonsten ist aber das Konzept in der ersten und der zweiten Stufe gleich. Wir haben dann quasi doppelt so viele Triebwerke in der ersten Stufe wie in der zweiten Stufe. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Stufen nicht besonders. Die dritte Stufe hingegen wird von 4 Hyblox 25 Triebwerken angetrieben, die jeweils 25 kN an Schub liefern. Also insgesamt 100 kN. Diese Paraffinbrennkammern werden auch mit Flüssigsauerstoff versorgt, der aber Druckgas gefördert wird und nicht wie in den ersten beiden Stufen mit einer Turbopumpe. Auch dieses Triebwerk kennen wir schon aus dem ersten Teil der Episode, denn Hyblox 25 basiert auf der 10 kN Variante, die auf dem Tisch hinter Gutam und mir stand. Ich habe es schon geteasert, ich durfte bei einem Triebwerkstest eines Hybridtriebwerks dabei sein. Dieser Test wurde mit einem 10 kN Triebwerk durchgeführt. Mit diesen 10 kN Triebwerken testet High Impulse seine Technik wie Zünder und Sauerstoffeinspritzung, aber auch Materialien und Treibstoffrezepturen. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Ich stehe hier im Nebel, denn ich darf heute bei einem Raketentriebwerkstest dabei sein. Da bin ich natürlich mega aufgeregt und sehr, sehr stolz. Vielen Dank an dieser Stelle an das DLR in Lampoltshausen für die Drehgenehmigung. Gleich wird's laut, habe ich mir sagen lassen. Also mein Kameramann Roman, der trägt hier schon Ohrenschützer. Der kriegt auch nicht mit, wenn ich über ihn läster. Und ja, hier geht's gleich richtig ab. Ich freue mich. Das war laut. Ich weiß nicht, ob man irgendwas hören konnte, aber hier hat alles vibriert. Geil. Ich will sowas für Silvester. Könnt ihr das normal machen? Ich kann euch sagen, ich habe schon viele Raketenstarts live im Internet gesehen und schon etliche Antriebe analysiert und darüber gelesen. Aber auch wenn es mit 10 kN um ein eher kleines Triebwerk ging, ja, hat mich die Gewalt, die aus einem so kleinen Gefäß frei werden kann, extrem beeindruckt. Okay, das war jetzt ein Triebwerk. Um auf die benötigte Leistung zu kommen, will High Impulse jetzt mehrere Antriebseinheiten clustern. Ist das eine gute Idee? Macht das die Rakete nicht unnötig schwer? Bei Flüssigraketen macht man es eigentlich ja so, dass man die Tankstruktur als eine tragende Struktur ausführt. Und ich sag mal, beim Clustern hat man im Prinzip mehrere Brennkammern. Verliert man da sehr viel? Also das heißt, im Prinzip muss man dann eine stabile Hülle drumherum bauen oder kombiniert man das dann schon auch, dass die Brennkammern dann im Prinzip auch tragend sind und man dann im Prinzip eigentlich eher nur so ein Aeroshell, nenne ich es jetzt mal, ja, oder so? Ja, definitiv. Die erste Stufe ist auf jeden Fall komplett tragend. Da sind wir tatsächlich auch noch am Entwickeln, ob überhaupt eine aerodynamische Hülle notwendig sein wird. Es gibt sogar die Saturn 1B, glaube ich, die ähnlich aussieht in der ersten Stufe, weil da wurden einfach Standardtanks von vorherigen Entwicklungen genommen und auch gebündelt. Oder auch die OTRAG-Rakete, die hätte so aussehen sollen. Ja. In der zweiten Stufe ist es auch ein Teil der Arbeit, die Ingenieure gerade hier machen, nämlich zu schauen, wie wird es am leichtesten und am kostengünstigsten realisiert. Es kann durchaus sein, dass die Triebwerke die haupttragende Struktur sein werden. Ja. Da ist also das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aktuell sieht die Planung vor, dass der 2,2 Meter breite Small Launcher One so auf stolze 27 Meter kommt. Dabei wird die Rakete ein betanktes Startgewicht von 36 Tonnen haben. Wie kommt man auf diese Abmessung? Ja, wo fängt man da eigentlich bei der Planung einer Rakete an? Als ihr eure Rakete ausgelegt habt, hattet ihr im Prinzip so eine Nutzlast, von der ihr gesagt habt, von wegen, das ist so das, was wir in Zukunft viel brauchen und deshalb optimieren wir die Rakete dahin und wie geht man da vor, oder? Ja, also tatsächlich im Jahr 2017, 18, bevor wir High Impulse gegründet haben und dann in den ersten Monaten, da haben wir natürlich uns intensiv mit diesem Nutzlastbedarf beschäftigt. Und wir waren nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Das heißt, wir konnten uns da auch teilweise auf Daten von Euroconsult oder anderen verlassen. Und da zeigt sich eindeutig, dass in dem Bereich 200 Kilogramm und 400 Kilogramm der Satellitenmasse so ja, zwei Hotspots sind. Und natürlich 200 mal 2 gibt dann 400. Das passt irgendwie perfekt zusammen. Deshalb haben wir gesagt, wir fixieren diese 400 Kilogramm in den SSO als unser Ziel an. Das ganze Feld ist natürlich dynamisch, ja, man sieht das. Trotzdem glauben wir, dass wir jetzt mit unserer Größe der Nutzlast einen ziemlich guten Sweet
Spot ausfüllen, der auch in Europa von unseren ganzen Wettbewerbern in Deutschland und auch außerhalb Deutschlands nicht mehr so sehr adressiert wird. Mhm. Das heißt, denken wir, da ist eine gute Chance, dass dann auch das Koexistieren von mehreren Launchern sehr gut möglich sein wird. Und ganz ehrlich, das wird uns alle freuen, wenn Deutschland nicht nur eine vielleicht, sondern sogar zwei, drei Raketen hat und dann die Ariane Next auch wieder erfolgreich sein wird. Da haben wir nichts dagegen, sicherlich. Mhm. Aber jetzt mal Butter bei die Fische oder besser Wachs an den Antrieb. Wie vielversprechend ist die Technologie wirklich und wo könnte man sie vielleicht noch einsetzen? Kann man euer System irgendwie gut skalieren und würde es sich vielleicht eignen, für so einen Träger einen Booster zu bauen? Ja auf jeden Fall würde es sich eignen. In den 90ern, als dieses Konzept für Hybridbooster für die Ariane schon mal überlegt wurde, da hatte man natürlich diese Paraffintreibstoffe noch gar nicht entdeckt. Die wurden ja erst in den 90ern in den USA zum ersten Mal entdeckt. Also entdeckt ist ein komisches Wort für Kerzenwachse, aber die erste Idee, dass man Kerzenwachs als Raketentreibstoff benutzen könnte, gab es tatsächlich halt erst in den 90er Jahren. Von daher hat man damals das noch gar nicht analysiert. Und ja, mit herkömmlichen Treibstoffen wie HTPB oder Kunststoffen wie HDPE hätte man das nicht sinnvoll umsetzen können. Jetzt mit unserem Paraffin wäre es tatsächlich möglich. Diese alten Vorurteile, die schwirren aber in der etablierten Raumfahrt, wie du es nennst, was auch ein guter Begriff ist, immer noch rum. Das heißt, da hören wir auch heute noch öfter, ja, aber Hybrid hat nicht denselben spezifischen Impuls. Was aber Quatsch ist, weil wenn man sich die Chemie anschaut, ist Paraffin gleich leistungsfähig wie Kerosin als Treibstoff. Von daher geht es nur um die Fähigkeit, diese Treibstoffe sinnvoll einzusetzen und auch effizient einzusetzen. Und die haben wir jetzt. Trotzdem setzt sich dieses Vorurteil noch durch. Und ein wichtiger Meilenstein wird einfach unser Sounding Rocket Start Ende des Jahres sein, um zu zeigen, es sind keine Spinnereien, sondern diese Raketentreibstoffe, die sind einsetzbar und können auch die gleiche Leistung erbringen. Eigentlich haben wir das schon mit unserer Studentenrakete bewiesen, aber die war halt einfach noch etwas kleiner, ja, nur eine Tonne Schub anstatt 7,5. Und dann ist halt jetzt der nächste Schritt, das zu beweisen. Aber durchaus, wir haben auch schon Studien mal gemacht, wie groß denn so ein Triebwerk werden kann. Dann ist gar nicht mehr so sehr die Triebwerkstechnologie das Schwierige, sondern die Fertigung. Weil auch die Ariane 5 Booster in dieser Größe zu fertigen, ist nicht ganz einfach. Und es ist aber sicherlich auch lösbar, wenn der Wille da wäre. Und gerade was Lagerung von solchen Boostern angeht, wäre natürlich ein Hybrid-Booster deutlich einfacher zu handhaben als ein Solid-Booster. Wir müssen überhaupt nichts berücksichtigen. Wir lagern hier Triebwerke, wir transportieren sie ganz normal, brauchen nicht mal einen Spezialtransport. Und das vereinfacht natürlich alles. Mhm. Von daher denke ich, dass das in Zukunft sicherlich nochmal analysiert werden wird, auch nicht nur von uns. Wir hoffen natürlich, dass wir da dann unsere Technologie auch einsetzen können in anderen Trägerraketen oder auch zum Beispiel für orbitale Anwendungen oder für Lander und für alle möglichen Bereiche, wo Hybridtriebwerke dann auch eingesetzt werden können, wenn vor allem eine günstige Alternative zu Flüssigtriebwerken gesucht wird. Da du eben Lander angesprochen hast, wo siehst du da den Einsatzzweck von Hybridtriebwerken oder warum könnten die da... Wären die da ein Vorteil vielleicht? Also zum Beispiel beim Mars, da gab es für das Mars Ascent Vehicle der NASA mehrere Konzepte im Wettbewerb. Und eines der letzten Finalisten-Konzepte war quasi auch ein Hybridtriebwerk auf Paraffinbasis tatsächlich. Da hat auch die NASA dran gearbeitet. Es wurde letztlich dann für Solid entschieden, weil das TRL, also das Readiness Level der Hybridtechnologie, einfach noch nicht an dem Punkt war. Da sind wir wieder an dem Punkt, man muss einfach mal die Machbarkeit demonstrieren mit dem Flug und auch zeigen, okay, wir haben jetzt dasselbe TRL wie Flüssig- oder Feststoffraketen. Und der Grund, warum Hybridtriebwerke da ausgewählt wurden, ist, weil tatsächlich für die Temperaturbedingungen auf dem Mars sehr schwierig ist, Flüssig- oder Feststofftreibstoffe zu finden, die gesamte Temperaturrange von, weiß nicht, minus 50 Grad Celsius bis 20 Grad plus abdecken können. Tatsächlich, manche Treibstoffe fangen dann schon an, sich zu verfestigen oder zähflüssig zu werden.
Und dieses Problem hat man dann natürlich mit Hybrid-Triebwerken nicht. Hm. Und da gibt es auf jeden Fall in-Orbit-Propulsion, Deep-Space-Propulsion und Landeanwendungen auf jeden Fall Möglichkeiten, die Hybridtechnik noch anzuwenden. Cool. Das klingt ja wirklich also sowohl eigentlich vom Start weg bis Exploration viele Anwendungsfälle und ist natürlich, man könnte sagen, undankbarer Job, wenn man da diese Pionierarbeit machen muss. Auf der anderen Seite fühlt man sich natürlich schon auch irgendwie wahrscheinlich als Speerspitze und als so ein gallisches Dorf und ja. Ja, wir müssen einfach die Technologie etablieren. Und das ist ja in anderen Industriezweigen genauso, dass einer eine neue Idee hat und am Anfang wird es belächelt und dann versuchen es die alten Player zu bekämpfen und zum Schluss versuchen es dann alle nachzumachen. Ich behaupte nicht, dass wir Solid oder Liquid Propulsion ersetzen werden. Wir wollen das ja auch gar nicht. Wir sind ja auch Luft- und Raumfahrtingenieure mit einem breiten Hintergrund. Also wir haben selber auch Flüssigtriebwerke schon getestet und entwickelt und auch mit Feststoff haben wir schon gearbeitet. Aber es ist einfach eine sinnvolle Ergänzung für das Produktportfolio der Raumfahrt insgesamt einfach. Cool. Also ich drücke euch super die Daumen, sowohl jetzt für die Höhlenforschungsrakete als auch für, ich will immer die Großrakete sagen, das heißt immer Small Launcher, aber das ist ja schon auch ein Oschi. Also von wie viel Meter reden wir jetzt? Ja, die Rakete wird irgendwie 27 Meter lang. Mhm. Und auch über 30 Tonnen beim Liftoff wiegen. Von daher ist natürlich kein kleines Gerät, aber es ist immer noch eine kleine Trägerrakete. Ja, also sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn es in Richtung Start geht. Also ich werde es wahrscheinlich verfolgen, aber ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank für das Gespräch und bitte. Ja, auf bald. Bis dann, ciao. Bevor es in die Verabschiedung geht, ein riesen Dankeschön an Chris und das gesamte High-Impulse-Team für den spannenden Tag bei euch. Vielen Dank auch nochmal an das DLR für die Drehgenehmigung. Ich bin total stolz drauf, der erste YouTuber in Lappoldshausen gewesen zu sein. Ganz besonders möchte ich mich nochmal bei unserem Discord-Mod Roman bedanken, der mir wieder seine Schlafcouch zur Verfügung gestellt hat. Nicht nur das, er hat mich auch zu High Impulse begleitet und dabei unglaublich unterstützt. Ich bedanke mich auch bei dir fürs Einschalten, Liken und Teilen meiner Videos. Auch möchte ich mich noch bei Krishan61 als neues Kanalmitglied bedanken. Als kleines Dankeschön für die Senkrechtstarter, Kanalmitglieder und Patreons lade ich ja die Episoden ohne YouTube-Werbung und ohne Eigenwerbung hoch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin richtig heiß darauf zu sehen, wie es bei High Impulse weitergeht. Aktuell wird die Hardware für den Test der Höhenforschungsrakete verschifft und ich bin sehr gespannt, ob die Flugtestresultate den Erwartungen von High Impulse entsprechen. Ich war extrem überrascht, wie vielversprechend die Paraffin-Hybrid-Technologie aktuell aussieht. Ich bleibe da definitiv dran und werde die Entwicklung weiter beobachten und hier weiter auf Senkrechtstarter berichten. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter. Und jetzt neuerdings samstags die News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.